Es ist eigentlich nur eine ganz kurze Bemerkung heute im Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, aber der Evangelist Lukas mit seinem besonderen Blick erwähnt als einziger Evangelist diese Frauen in der Nachfolge Jesu. Dabei geht es nicht nur darum, dass Frauen Erwähnung finden, sondern es geht auch darum, wie unterschiedlich Berufung und die Konsequenz einer Berufung ist. Die 12, die hat er, wie der Evangelist sagt, gemacht. Am Anfang steht in der Regel keine Heilung, keine Austreibung von Dämonen. Hier bei den Frauen, zumindest bei einer wird das sehr stark erwähnt, schon. Dann die Konsequenz der Berufung. Alle folgen Jesus nach. Sie begleiten ihn, wie es heißt. Aber doch auf sehr unterschiedliche Weise. Das heißt, Nachfolge Jesu, Begleitung Jesu, mit Jesus sein, ist sehr unterschiedlich. Es wird nicht berichtet, dass diese Frauen hinterher nach dem Tod Jesu Anspruch erhoben hätten auf ein Leitungsamt in der Kirche, das Jesus den 12 übertragen hat. Heute sind wir in der Gefahr, alles gleich zu machen. Auf der einen Seite leben wir in einem unglaublichen Individualismus. Jeder und jede für sich und nur so, wie es für sie passt. Man kann das oft in den Klöstern beobachten, die daran beinahe ersticken und zugrunde gehen. Und auf der anderen Seite in einem Maße eine Gleichmacherei, die wirklich ihresgleichen sucht. Berufung ist dann plötzlich für alle gleich. Und weil Berufung für alle gleich ist, heißt das auch, dass es für alle die gleiche Konsequenz hat. Eine Einebnung des Amtes, des Priesteramtes, des Amtes des Diakon, überhaupt des geistlichen Amtes, alles ist irgendwie berufen. Natürlich gibt es eine allgemeine Berufung. Wir gehen davon aus im Glauben, dass jeder Christ berufen ist. Ja sogar, man kann das sehr generalisieren, dass es gar kein menschliches Leben gibt, ohne dass Gott es will, ohne dass Gott es ins Dasein ruft. Auch das ist schon die erste allgemeine grundlegende Berufung. Zum Menschsein, dann zum Christsein, ja. Aber mit doch sehr unterschiedlichen Aufgaben. Also, diese kleine Bemerkung bei Lukas lädt uns ein, sehr differenziert zu denken. Und nicht auf der einen Seite in einem sehr individuellen Zuschnitt und auf der anderen Seite in einer unerlaubten Generalisierung. Das Evangelium ist hier sehr klar und sehr deutlich. Und es zeigt uns die unterschiedlichen Wege. Wo blieben wir auch sonst, wenn es diese unterschiedlichen Wege nicht gäbe? Zu wissen, dass wir Jesus begleiten dürfen, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir unseren Lebensweg mit ihm gehen, aber doch zugleich auf sehr unterschiedliche Weise, so wie es jedem und jeder gegeben ist.